Kreisliga-Wahnsinn an der Adolf-Jäger-Kampfbahn. Vor der Kreisliga-Rekordkulisse von 1113 Zuschauern treffen die zweite Mannschaft von Altona 93 und der HFC Falke im alles entscheidenden letzten Saisonspiel aufeinander. Bei gleicher Punktzahl muss dieses Saisonfinale über den Meistertitel der Kreisliga 2 entscheiden. Die Hausherren brauchen einen Sieg, während den Falken ein Sieg oder ein Unentschieden zum Titel und damit zum direkten Aufstieg reicht. Und er hier soll dafür sorgen. Allrounder und Goalgetter Tobias Leutold. Die Hausherren in den traditionell gestreiften Trikots spielen von links nach rechts. Und in dieser vorsichtigen Anfangsphase haben sie mehr vom Spiel. Hüttner legt zurück auf Packheiser, aber diese Flanke noch zu ungenau. Der HFC lauert vorsichtig auf Fehler der jungen Altona Defensive. Dieser katastrophale Fehlpass landet irgendwie bei Schönfeld. Die Bogenlampe auf das Tornetz. Ein erstes Ausrufezeichen der bis dahin unauffälligen Gäste. Kurz darauf mal wieder ein ruhender Ball. Und jetzt, liebe HFC-Fans, aufgepasst. Altona bekommt die Kugel einfach nicht weit genug aus dem 16er. Leutold nimmt Maß und er passt. Das Traumtor zur Führung für die Gäste. Ausgerechnet Leutold, vor einigen Jahren noch in der Oberliga für Altona aktiv und erfolgreich, stürzt sich hier erstmal in den Abgrund. Was für eine Schusstechnik, was für ein Treffer. Altona braucht jetzt zwei Tore zur Meisterschaft, nur wenige Minuten später. Die spielstarken AFCler kombinieren sich in einen Rausch. Packheiser und Mewes im Doppelpass. Schuss, abgeblockt. Sie lassen ihre Klasse aufblitzen und drücken jetzt auf den Ausgleich. Und auch nach dem Seitenwechsel machen sie direkt so weiter. Freistoß von Schiavone, der sonst so sichere Ritter, lässt nur nach vorne abprallen. Dann Kainsberger mit dem Chip aufs lange Eck, aber Harras rettet. Was für eine Chance und was für eine Großtat vom HFC-Verteidiger. Altona versucht es immer und immer wieder. Freistoß, einfach mal frech zu Packheiser. Schuss, abgeblockt. Dann nochmal zurück zu Kremser, der fasst sich ein Herz, aber knapp drüber. Altona immer mehr mit dem Mut der Verzweiflung. Falke nur noch selten mit Gegenangriffen. Wenn, dann aber kurios. Schönfeld über links. Der Versuch einer Flanke verzieht völlig und wird zum Torschuss. Das wäre fast die Vorentscheidung gewesen. Aber auch in der Schlussphase kämpft Altona bis aufs Blut. Der Kapitän Togbo mit dem Solo. Einmal quer durchs Mittelfeld. Dann das Auge für den Topscorer Packheiser. Der Versuch. Aber Ritter macht seine frühere Unsicherheit wieder wett. Er hält die Führung fest. Und die rettet der HFC Falke clever über die Zeit. Der neu gegründete Verein holt sich die zweite Meisterschaft in Folge und steigt damit direkt in die Bezirksliga auf. Mannschaft und Betreuer lassen sich völlig entfesselt feiern. Für Altona bleibt hingegen nach einer klasse Saison nur die wackelige Hoffnung, als Zweiter doch noch aufzusteigen.